Das sind die schönsten Kleider der Met Gala. Das diesjährige Motto lautete im Garten der Zeit. Da sind Pastas sehr kreativ geworden. Einer der ersten Gäste war Zendaya. Mit ihrer blau-grün schimmernden Robe von Maison Margiela erinnert sie wohl an einen Pfau. Ich hoffe nur nicht, dass der Kolibri da um den Hals wegfliegt. Etwas später tauchte sie dann erneut auf der Treppe mit einem neuen Look auf. Diesmal in einer schwarzen Givenchy-Kreation aus dem Jahr 1996. Auf dem Kopf trug sie einen Blumenstrauß. Gibt mir irgendwie Tribute von Panem-Vibes. Jennifer Lopez kam in einem Naked Dress von Schiaparelli. Da kam die Inspiration von Schmetterlingsflügeln. Das Kleid wurde mit 2,5 Millionen Perlen per Hand bestickt. Wer alles schockiert hat, war wie immer ein Kardashian. Diesmal war es Kim. Mit einem silbernen Kleid, ebenfalls von Margiela, zog sie alle Blicke auf sich. Grund dafür war die schlanke Wespenteilie. Und zum Schluss Cardi B. Mit ihrer riesigen Tüllrobe kam sie als Letzte auf den roten Teppich und nahm die gesamte Treppe ein. Gleich 7 Männer mussten ihr dabei helfen, das Kleid überhaupt zu bewegen. Was würdest du zur Met Gala anziehen? Schreib es in die Kommentare. Whee.